Es ist wieder einiges geschehen in der Influencer-Welt und auch in der Welt der prominenten Persönlichkeiten, die Lebensmittelprodukte auf den Markt bringen. Ich bin natürlich dafür bekannt, dass ich manchmal koche. Übrigens bei meiner Kochmarke Fivi, bei fivi.gg, könnt ihr euch Sachen für eure Küche kaufen. Da wird sehr regelmäßig fast täglich gekocht, auch auf Instagram und auch in einem eigenen Rezepte-Blog auf fivi.gg. Gibt es fast jeden Tag neue Rezepte, die ihr zu Hause nachkochen könnt. Die sind super und fantastisch und da wirke ich auch mit. Also dementsprechend kann mir keiner vorwerfen. Ihr könnt mir vorwerfen, dass ich auf dem Kanal zu wenig koche, aber das ist auch korrekt. Aber bei Fivi gibt es das halt. Da wird gekocht. Hier auch manchmal. Aber da noch mehr. Das werde ich mir jetzt mal reinfetzen und mal gucken, was da so passiert. Denn das sind ja auch Produkte und man darf ja mal bewerten und gucken. Ich fange mal ganz entspannt an mit meinem Kollegen in Spe. Das sind nämlich von Rewe neue Produkte von Tim Melzer. Das sind Geheimzutaten, heißen die. Das ist jetzt Nummer 12 und Nummer 10. Da gibt es noch ein paar andere von. Die konnten wir ergattern. Das sind zweimal Dressings. Einmal ein cremiges Kartoffelsalat-Dressing mit Gurke, Joghurt und Ei. Und einmal eine Holunderblüten-Vinaigrette. Das finde ich super geil. Da bin ich tatsächlich doll gespannt. Da ich jetzt keinen Salat gerade zur Hand habe, das wäre natürlich das Wichtigste. Da ich aber ein absoluter Fanatiker bin von Dressings und auch mir manchmal einfach Essig so in die Rübe schraube. Das, was viele Leute morgens machen mit einem Schuss Apfelessig ins Wasser oder ich trinke nur ein Shot Apfelessig und das fällt denen so schwer, ist bei mir die leichteste Aufgabe. Denn umso mehr Essig oder Dressings, umso besser. Da bin ich tief im Herzen immer noch Schwabe. Alles muss schwimmen, immer, auch im Salat. Probieren wir mal. Nehme ich unsere Holunderblüten-Vinaigrette. Gibt es da eine spezielle Regel bei einer Vinaigrette, wo man einfach sagt, hier ist es eine Vinaigrette? Weil in meiner Welt ist das immer einfach Essig, Öl und dann stecke ich einen Mixer da rein und dann verblendet sich das so. Dann ist es eine Vinaigrette. es riecht aber sehr lecker. Könnte mir vom Geruch her ein Stück zu süß sein, aber ich bin gespannt. Ui, das ist sehr süß. Das ist ja super, super süß. Das schmeckt ja ganz leicht salzig und bitter, also so pfeffrig bitter. Und ansonsten halt wie so ein Holunderblütensirup mit einer leichten Säuerlichkeit, also minimal. Ich glaube, man sagt ja oft dann im Einzelhandel, umso süßer, umso mehr Leute kaufen es. Hier hätte ich mir dann doch eher eine herbere Note gewünscht. Kann man aber natürlich selber noch mal ein bisschen anziehen mit einem eigenen Schuss Essig. Kostet 1,89 Euro. Ich weiß jetzt nicht die anderen Vergleiche von so Dressings, weil ich habe mir ehrlich gestanden noch nie ein Fertigdressing gekauft im Supermarkt. Finde ich, macht man nicht, weil ich bin halt ein Essig-Öl-Dressing-Meister. Ich nehme nämlich immer Essig, guten Essig. Geht mal zu so, entweder so Feinkostläden, da darf man sich was gönnen beim Essig manchmal. Ansonsten den schönen aus dem Rewe geht auch entspannt. Nimmst du den guten Essig, den du lecker findest, so ein Weißweinessig im besten Fall. Dann so ein schönes Stückchen geiles Olivenöl als Schwaps da noch mit rein. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer, Geheimzutat, mein Bolo-Gewürz. Tatsächlich. Mein Bolo-Gewürz, absolute Geheimzutat. Du hast Paprika mit drin, nochmal ein bisschen Salz mit drin, Rosmarin, Thymian. Das ist wirklich die perfekte Abrundung für ein geiles Dressing. Also ich sage das super vielen Leuten immer. Mein Bolo-Gewürz ist gleichzeitig auch das perfekte Salatdressing. Für mich zumindest. Also es macht so einen schönen, runden, vollmundigen, fruchtigen Flavor, aber auch richtig schön kräutrig. Kartoffelsalatdressing. Wir kennen alle den Index, ne? Umso weiter in den Norden, umso mehr Mayonnaise, umso weiter in den Süden, umso mehr Essig. Wir bewegen uns bei Tim Melzer in Hamburg, schon sehr weit im Norden. Cremiges Kartoffelsalat-Dressing, Gurke, Joghurt, Ei, ist in meiner Welt Mayonnaise. Ist es wirklich nicht, aber es ist cremig. Cremige Dressings für Kartoffelsalat. Inzwischen akzeptiere ich es, da war ich früher ein richtig krasser Hardliner. Jetzt gucken wir nochmal, wie so ein Gerät pur schmeckt. Aber 200 Milliliter, ne? Bei einem dicken Kartoffelsalat ist die Tube leer. Und dann 2 Euro fürs Dressing, wenn ich einfach nur eine große Mayo-Tube brauche hier in den Kreisen. Man merkt es übrigens voll, dass es wirklich diesen Index gibt, weil wenn wir im Norden drehen waren und ich hole mir mal so einen Wurstsalat oder so an der Fleischtheke, das ist ja immer mit so einem Mayo-Dressing. Wenn wir aber dann hier sind, bei uns, so Mönchengladbach ist ja so im Schnitt, so recht auf der Mitte gelegen, so beim Allmannland. Und hier, wenn ich hier an die Fleischtheke gehe, das habe ich gerade noch am Wochenende gemacht, dann ist da wirklich, I shit you not, Wurstsalat mit Essigöl und daneben Wurstsalat mit Mayo, weil die sich hier unschlüssig sind, weil die auf dem Äquator liegen von Deutschland. Hier ist wirklich so, oh, was machen wir hier? Machen wir beides lieber, weil da können kommen Leute pendeln vorbei und sind so, oh shit, jetzt habe ich Bock auf einen Wurstsalat. Let's try. Ja, ist eine gute. Der Joghurt gibt halt eine Cremigkeit. Das hier hat aber diesen Essigkick, den ich hier vermisse. Schön vollmundig, kräutrig, lecker. Du hast immer noch einen intensiven Eigeschmack, auch wenn ich mir hier, wenn das haltbar ist, bis zum 26.06. Sorgen mache, was an Ei genau hier dann drin ist. Eigelb 2,7% und Eier 4%. Aber das ist sehr lecker, hat eine geile Säure, ist super vollmundig. Kann ich mir sehr gut bei einem Kartoffelsalat vorstellen. Finde ich super geil. Würde ich mir so vielleicht mal, wenn es richtig schnell gehen muss, für 1,89 würde ich mir fetzen. Geschmacklich bei mir eine 8 von 10.
wo ich der Essigöl-Typ bin. Das brennt genau da, wo es brennen soll. Das ist eher so eine 5. Das ist okay. Vielleicht mögen Leute so süßen, so eine süße Vinaigrette. Passt ja auch zu manchen Sachen, wenn du dir so einen Salat machst mit Lachs und vielleicht noch Pflaumen oder irgendwie sowas Wildem, so ein weirder Mix, den es da gibt. Dann funktioniert das sicherlich sehr gut für so den Basic-Alltag. Weiß ich jetzt nicht. Angegeben hier drauf ist jetzt auch einfach ein Rucola-Salat und mit so Wildblattzeug. Dann weiß ich nicht. Gut, machen wir mal weiter. Wir kommen zu einem meiner Partner tatsächlich. Wenn ihr im Code was sparen könnt, Link dazu in der Beschreibung und auch der Code. Mario Götze hat mit Koro Bio-Pistazienschnitten rausgebracht mit 45% Pistazie drin. Zwei Stück haben wir hier, komplett vegan, steht zumindest drauf. Ich bin bereit. Pistazien-Hanuta von Koro. Sieht wild aus. Oh, ich liebe ja Pistazie und ich liebe auch Hanuta. Ich probiere. Wichtig, nicht zu süß. Hat immer noch dieses geile Herbe von einer frischen Pistazie. Schön salzig, schön zuckrig gleichzeitig, wiegt sich super aus. Sehr, sehr lecker. Kostet aber 1,49 Euro. Nichtsdestotrotz, cooler Artikel, cool weitergedacht, habe ich so noch nicht gesehen. Aber geschmacklich, ich glaube, das mundet nicht so vielen Leuten, wie man denken würde, aufgrund der Bitterkeit bei der Pistazie und weil es wirklich ballert. Ich finde es geil. Ich glaube, wenn das viele Leute essen würden, wäre so der Durchschnitt, wenn man bis 10 bewertet, sicherlich bei 6, 7. Und ich würde mich auch auf eine 7 orientieren, weil es schon knallt. Eine davon reicht. Dann geht's mal weiter, denn langsam wird das hier wirklich der Gönnergy Review Channel. Es gibt ja jetzt immer neue Sorten da in so Drops. Wir haben beide neuen Sorten hier. Einmal Kaktus Kick Geschmack und dann nochmal Arctic Ice. Ich sehe so viele TikToks von irgendwelchen Leuten mit riesigen Get on my level Neon Signs im Hintergrund ihrer Zimmer, die so langsam auf eine Kamera zulaufen und dann sagen, so Leute, heute teste ich mal die neuen Sorten. Irgendwie kann ich dann auch nicht abschalten. Jetzt darf ich selber mal machen. Das hier haben alle gesagt, soll sehr lecker sein. Arctic Eis wohl heftig, wenn das wieder so ein geschmolzenes Gletschereis ist, weil ich mir in die Schnauze donner. Ist es immer noch ein Energy Drink eigentlich oder sind es jetzt nur noch Limos? Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Eisbonbon-Geschmack ist es wirklich Gletschereis. Okay, wir probieren mal. Einmal rein in die Arctic-Eis-Geschichte. Boah, das riecht so, wie damals mein Kollege Benny aus der Schule gerochen hat, weil er sich am Tag immer zwei Packungen Gletschereis ins Gesicht gedonnert hat und dann immer gesagt hat, meine Lunge ist durchsichtig. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall mega stressig. Benny, ich hoffe, du lebst noch. Der hat dann auch angefangen mit 14 zu rauchen. Naja. Oh mein Gott, es schmeckt wirklich 1:1 so. Holy. Ich find's ganz lecker. Ich muss ja auch bekennen, ich habe früher, als meine Mutter und ich noch allein unterwegs waren, hatte die manchmal auch so ein Gletschereis. Das ist, glaube ich, die Marke. Ich weiß gar nicht, welche Marke da drüber steht. Aber auf jeden Fall diese Minzeis-Bonbons-Heeper. Ich fand das als Kind immer so cool, weil ich dachte, man ist wirklich so aus dem Himmel gefallen, so Eis. Ne? Ich war wirklich ein kleines Kind. Und dann durfte ich manchmal eins, wenn irgendwas gut gelaufen ist oder ich mich angestrengt habe, als Belohnung haben. Deswegen assoziiere ich den Geschmack mit was äußerst Positivem, weil das so ein Belohnungsaspekt in meinem Gehirn höchstwahrscheinlich triggert. Es schmeckt wirklich wie das Original. Das ist ja unfassbar gruselig. Also wenn man da drauf steht, ist es sehr lecker. Wenn man nicht darauf steht, findet man es, glaube ich, übertrieben widerlich. Ich gebe da eine 7. Ich finde das echt ganz okay. Der Kaktuskick, da sagen alle, es eskaliert komplett. Ich möchte jetzt nicht so anti alle sein, aber das taugt mir jetzt nicht so viel wie der, komischerweise. Es ist lecker. Es ist immer noch sehr, also hier finde ich, kommt so ein richtiger Süßstoffklatscher durch. Nicht mehr so schlimm wie bei den alten Sorten. Also das ist auch auf jeden Fall besser. Kacke sind beide jetzt nicht für so Erfrischungsgetränke. So ist halt nach wie vor, ne? Viele Kids als Zuschauer, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. So meine Zuschauer sind ein bisschen älter. Ich habe auch einen Partner mit koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken. Dementsprechend da immer vorsichtig mit sein, sich das den ganzen Tag reinzudübeln. Gilt für alle Sachen, auch für Mio Mio Sachen. Komplex und schwierig. Wasser kann auch sehr lecker sein. Und ihr werdet gar nicht glauben, wie viel krank besser es euch geht, wenn ihr euch einfach mal morgens richtig viel Wasser reinfetzt und den ganzen Tag über auch noch. Es macht viel mit einem. Und dann kann man sowas auch mal genießen, so wie man sowas auch trinken sollte. Man sollte sowas mal genießen und sich mal gönnen. E steht ja dafür anscheinend. E im Alphabet steht übrigens für Erektion, aber das schreibt auch keiner auf sein Getränk. Und dann gebe ich hier, ich gebe eine 5. Ich finde es okay. Weiter geht's. Es geht weiter. Wir bleiben direkt bei krassen Influencern. Ich weiß gar nicht, ob er noch fährt, aber der müsste doch jetzt auch bald aufhören. Lewis Hamilton hat einen eigenen Monster Energy. Und da ist höchstwahrscheinlich so viel beigetragen worden zu, wie man sich nur vorstellen kann, bei Lewis Hamilton, wie er an einem Tisch sitzt und sich denkt, wie kann ich eine Monster Energy so geil machen?
Nämlich gar nichts, kann ich jetzt schon prophezeien. Wir haben höchstwahrscheinlich Design rübergeschickt, haben gesagt, schmeckt so wie Butzle Butzi und dann lecker oder nicht lecker. Und dann hat er gesagt, ja gut, wie viel kriege ich? Ich habe gesagt, 5 Millionen und dann wurde der Name drauf gedruckt mit seinem Helm, einer 7, der Nummer, die er anscheinend hat, ich wusste nicht mal, dass Rennfahrer Nummern haben, 44, einer Unterschrift, einer Batterie, die halb voll ist, also die fast voll ist und einer Recycling-Geschichte darunter. Wir wollen jeden Tag unser Bestes geben und dafür brauchen wir die richtige Inspiration. Jedes Mal, wenn ich mich auf die Meisterschaftssaison vorbereite, weiß ich, wie wichtig das ist. Mit dieser Mission im Hinterkopf habe ich zusammen mit Monster diese limitierte Dose entwickelt. Er schreibt nicht mal das, was da drin ist. Das ist nur die Dose. Mit dem, was da drin ist, habe ich ja nichts zu tun. Aber eine Dose habe ich mal rübergeschickt, weil dann habe ich nämlich die 44 und ein Recyclingzeichen nochmal extra mit draufgepackt. Das kam von meinem Designteam. Mit dem erfrischenden Geschmack von Steinfrüchten enthält unser Energy Drink all die veganen Zutaten, die du brauchst, um die nächste Fahrt zu turbochargen. Wir probieren es mal. Schmeckt nach Steinfrucht mit Sprudelwasser und etwas Süßungsmittel. Ich bin so krass turbogecharged, dass ich dem eine 3 von 10 gebe. So. Weiter geht's. Damit möchte ich mich wirklich nicht mehr aufhalten. Heute ist wieder mal so ein Tag für, warum bin ich aufgebläht, fühle ich mich später. Und wenn ich dieses Video mir nochmal angucke, weiß ich, was passiert. Denn Ahoi Brause hat mit Younes, der irgendwie überall und omnipräsent ist auf einmal, also vom Kanzler direkt zu Ahoi Brause ging's für Younes, Brause-Flips rausgebracht. Das heißt, die Brause von Ahoi Brause ist jetzt auf Flips drauf und das bitzelt dir dann so im Maul oder was ist das? Boah, wenn du richtig mies sein willst zu irgendeinem Kollegen oder so, dann machst du das in so eine Müsli-Schale mit Milch, stellst dir das einfach kommentarlos zum Frühstück hin und das ballert dir, glaube ich, die Schnauze weg. Okay, let's try. Ja, so Reispuffs einfach nur. Also ich verstehe, warum sie Younes auswählen mit den ganzen Holy Festival-Farben-Videos, für die er so bekannt ist, macht das Sinn. Geschmacklich ist es halt so ein Reispuff, ne? Also hat dann nochmal dieses etwas Pappige von der Haptik. Du hast ganz leicht so dieses Ahoi-Brause-Säuerliche in dem ersten Biss. Danach wird es aber auch schon, geht sehr so in diese, ja, geröstet wirkt, so würzig im Dings, aber es ist einfach so wie so ein Puffreis. Absolut nicht meins, sage ich ehrlich. Könnte verstehen, wie Leute das vielleicht ganz gut finden würden. Das mit der Müsli-Nummer finde ich eigentlich noch das Spannendste an der ganzen Geschichte. Bei mir auch leider eher so eine geschmacklich eine 3. Es ist viel in der Verpackung. Das ist eine 10 von 10, kann ich auf jeden Fall sagen. Kostet nur 99 Cent. Das ist nämlich gut. Da ist viel drin für wenig Preis, trotz Influencer-Kooperation. Da sind viele gute Aspekte bei. Mir taugt es nicht. Also wer übelst krass auf der Heubrause abfährt, ich glaube auch, und das kann ich natürlich auch gerne für euch testen, in der Nase geht es auch. Das ist ja eigentlich das einzig Wichtige bei der Heubrause, ob es auch durch die Nase konsumierbar ist. Ich mach mal weiter. Jetzt habe ich das bekommen, wonach sich alle sehen, denn was in Großstädten schnell ausverkauft ist, ist natürlich in Mönchengladbach gar kein Problem. Die Metropole am Niederrhein ist ja bekanntermaßen Mönchengladbach, ansonsten gibt es ja auch nicht viel. Und hier gibt es aus Spandau. Spandau und Gladbach haben ja eine tiefe Connection miteinander. Wir sind die Underdogs vor den großen Städten, die immer unterschätzt werden. Aber so wie Max für Spandau steht, stehe ich für Mönchengladbach. Bisschen weird, aber irgendwie cool, dass einer das macht. Max ein bisschen cooler, gebe ich zu. Erst knackt's, dann knallt's. Ich bin doll gespannt. Einfach Schmackofatz. Mit wem machen die das? Mit Drinks and More. Das hier, Marketing, eine absolute Meisterleistung. Das kannst du immer ganz gut beurteilen, ob was marketingtechnisch gut funktioniert. Wenn Timo das haben will, ohne Rücksicht auf Verluste und sich direkt palettenweise davon was kauft oder sich das sogar tätowieren will, dann wisst ihr, dass marketingtechnisch eigentlich alles super gelaufen ist, weil umso extremer Timos Reaktion wird, umso besser war deine Marketingleistung. Bei mir zum Beispiel wollte Timo noch nie was haben, außer ein Scotty Grill, der im Fivi-Shop verfügbar ist, der aber nicht mal von der Marke ist. Deswegen wissen wir bei uns Marketingleistung bescheiden gerade, aber Produkte sind gut. Müssen wir nur Timo noch von überzeugen. Vielleicht gehen wir es einmal so Dr. Freud in die Hand oder so ein Messer und dann funktioniert's. Auf Spandau. Ist lecker. Ist ein sehr gutes Malzbier. Ist bitter. Probier's aus dem Glas. Ich nicht mehr so bitter.
hat aber so leicht was Bitteres. Ist lecker, ist ein bisschen bitter. Um nochmal Bezug zu nehmen auf die amerikanische Geschichte, du hast ja sehr viel davon zu Hause, nehme ich jetzt mal an. Du hast ja alles aufgekauft, Bestand Mönchengladbach ist weg. Du nimmst dir das und nimmst dir Vanilleeis und packst das in so ein großes Glas oder eine Schüssel und dann kippst du dir da Malzbier drüber. Und das ist so eine, ich weiß nicht mehr genau, wie der Fachbegriff ist, aber das wurde immer sehr gerne in Amerika gegessen. Rootbier, ja, das ist Rootbier. Genau, Rootbier ist richtig. Ist geil, also wirklich coole Nachspeise. Ist eine 8 von 10. Kostet übrigens 1,19 Euro hier plus Pfand. Wir gucken mal weiter und haben etwas Exquisites, und zwar ein Kratzeis vom lieben Philipp Hitschler, der ja inzwischen definitiv zum Kreis der Influencer gehört mit seinen wilden Partys, die er schmeißt. Das ist nämlich ein Kratzeis, ganz OG. Ich finde es richtig cool. Wir haben einmal Kirsche, wir haben Pfirsich, wir haben Apfel, wir haben Blaubeere und Erdbeere. Ich bin ja ein Kirschentyp und das ist für mich eigentlich immer das Ausschlaggebende. Ihr mögt alle Kirsche nicht, das ist aber gar nicht schlimm für mich, weil dann habe ich mehr von den Kirschen. Ich bin einfach ein Kirschenjunge. Ich würde mir auch so eine Kirsche so im Sommer immer übers Öhrchen hängen. Ich habe wirklich seit Jahrzehnten kein Kratzeis mehr gegessen. Weiß sogar gar nicht mehr, wie man Kratzeis isst. Satisfying. Boah, das ballert! Nee, ist gut. Oben hat sich so ein bisschen von diesem Geschmacksgelee abgetan und das knallt ja mal übertrieben rein. Nee, also das finde ich halt das, was es verspricht. Es schmeckt ultra krank nach Kirsche. Also wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie auf natürlichem Wege so eine Kirsche gegessen. Aber es ist auch so heftig süß. Also wenn man ein krasses Craving hat nach süßen Sachen, dann ist das auf jeden Fall heftig. Geschmacklich ballert es auch übel rein. Gleichzeitig dadurch aber auch ultra erfrischend. Kann ich mir auch heftig vorstellen in so einem Mix aus, also Philipp sagt manchmal so Korn funktioniert ganz gut mit ein paar Sachen, aber so Wodka oder so damit könnte, glaube ich, auch heftig schallern, muss ich sagen. So als Assi-Mix, so wenn man das nicht einfriert, sondern einfach den Juice nimmt und daraus dann. Weißt du, was der auch machen könnte? Der könnte so wie der Kollege bei Rock am Ring, der könnte so diese Slushies daraus machen. Das wäre idealer Geschmack für ein Slushy. Das brennt dir alles weg. Das ist eine 9 von 10. Diese beiden Kuchen hier vor mir gehen auf Timos Kappe. Wir sind 40 und machen tolle Witze. Das tun wir jetzt mal wieder runter. Und jetzt gebe ich dir deine Kappe wieder, auf die das getan wurde. Diese beiden Kuchen sind sehr besonders, denn die sind von der Legende himself, Bruce Darnell. Nicht mal irgendein Aufdruck. Ah doch, da oben ist er. No fake best cake. Einmal eine Zitronentar und einmal Himbeerschokolade. Das sieht ganz geil aus. Timo hat die Vorbereitung für dieses Video heute getroffen, weil Nina heute Homeoffice macht. Wir müssen 3 bis 4 Stunden auftauen. Ist mir jetzt egal. Ist immer bei TK-Kuchen so. Kennst du das nicht? TK-Kuchen ist Oma-gerecht. Die machen Folgendes. Oma hat das im Kühlschrank und dann ist sie so, Oma wacht ja um 5 Uhr morgens auf und dann sind die wach und dann stehen die erstmal da so. Hier ist sauber, Enkelkinder hassen mich, keiner kommt zu Besuch, Internet kann ich noch nicht, deswegen kann ich nicht WoW spielen, ich muss mich bewegen, gleich kommt ein Doktor und spritzt mir irgendwas in mein Auge, weil ich sehe nicht mehr so gut, meine Oma immer, ich spreche da aus Erfahrung, und dann sind die so ein bisschen genervt, dann gehen die so zum Kühlschrank und sind so, boah, jetzt ist schon 6.30 Uhr und um 11 Uhr wollten meine Enkel vorbeikommen mit meiner Tochter oder meinem Sohn, die müssen dann zu Oma, weil die noch so ein Ticken zu jung sind und dann machen die das hier. So, Kuchen haben wir vorbereitet und dann geht's Fernsehgucken, Fernsehgarten oder was in der ARD. Und dann lassen die das auftauen und kurz bevor die Kids kommen, passiert dann Folgendes. Ich zeige einmal exemplarisch. Ich bin ja bei meiner Oma aufgewachsen zum Großteil, deswegen ich kann das Ding aus dem FF. Das ist nicht oft so gelaufen, weil meine Oma sehr gut selbst gekocht und gebacken hat. Das war so ihre Passion. Dann kommt der Move hier nämlich kurz bevor die kommen, so 20 Minuten vorher, kommt dann das hier. Und dann machen die so. Den Florian Silbereisen, den mag ich ja sehr gern. Wichtig, wenn ihr Großeltern habt, mal anrufen, mal melden, sagen, dass man die lieb hat und auch mal was essen gehen. Auch wenn es manchmal ein bisschen weiter ist oder nervt, die freuen sich. Und die haben auch immer coole Sachen zu erzählen. Dazu habe ich noch eine coole Omi und die kann man wirklich alles fragen. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir diese Tar genießen können. Ich würde ja immer sagen, ich mache eine Bomben-Zitronen-Tar. Ich schleite jetzt einfach mal rein, obwohl das noch 4,5 Stunden auftauen müsste. 3. Ja, jetzt noch 4,5. Das sieht wirklich gut aus. Sieht aus wie eine gute Tar. Die ist sehr lecker.
diesen Mürbeteigboden. Der tut's für mich nicht ganz. Dennoch finde ich das für ein TK-Produkt sehr lecker. Ist bei mir eine 8 von 10. Sehr erfrischend und geht im Regelfall schnell, ne? Das gleiche gibt's ja jetzt dann nochmal. Und zwar in Himbeer-Schokolade. Da ist eine große Sache, die ich jetzt schon ankreiden würde. Die haben, glaube ich, die Himbeeren oben drauf. Das ist so ein Kuchenthema. Ich weiß nicht, so moderne, coole Berliner Hipster-Bäckereien und Cafés machen das dann einfach so, wenn sie was mit Obst machen, dass sie das da halt einfach drauf tun. Und hier bei so Fertigsachen ist das immer noch dieses Glibber-Gelee, weißt du? Das mag ich nicht so gerne. So richtig geil ist dann auch anders. Also gefroren sieht der wirklich gefährlich aus sogar. Sieht aus wie auf den Bildern, kann man nichts sagen. Sieht aus wie ganz oben die Himbeeren, die teilweise auch schon so ein bisschen platt geworden sind und fast schon zu so einer Creme. Dann dieses Gelee, was es einfasst. Dann sehr interessant, unter der Himbeercreme, bevor die richtige Schokoladenschicht anfängt, eine ganz dünne Schicht von einem Schokomousse mit Schokostückchen noch drin. Dann erst die große Schokoladenschicht und dann nochmal der Mürbeteigboden. Probieren wir. Sehr schokoladig. Finde ich die viel geiler. Mag Schokotorten nicht so gerne. Die sind mir immer too much eigentlich. Manchmal habe ich so ein Craving, da sind die perfekt. Aber diese Schokoschicht, die da drin haben, die ist wirklich sehr extrem. Wenn das da gerade eben eine 8 war, ist das eine 6. Eine Torte übrigens 7,99 Euro. Kann man sich inzwischen eigentlich eine größere Torte selber backen mit einzelnen Zutaten. Bleibt noch das große Finale. Man kennt ihn, man liebt ihn. Ich kenne ein Produkt von ihm, momentan aktueller denn je. Thomas Müller hat zusammen mit ESN eigene Proteinshakes rausgebracht. ESN, großes Thema bei allen Leuten, die Sport machen hier im Büro. Hast du auch viele Produkte von? Du hast ja auch viel ESN immer zu Hause. Ich mache ja bekanntermaßen so viel Sport, dass ich gar kein Proteinzeug mehr brauche, weil im Prinzip man nichts sieht von dem, was ich mache. Ich sage ja immer, Sport ist ein Kreislauf. Du machst viel, du siehst nichts. Deswegen belasse ich es einfach dabei und zieh durch. Ich zieh durch. Ich fange mal an hier mit Milk Chocolate Flavor ESN Protein Shake Drink. Die erste kostet pro Drink 3,99 €. Ich weiß nicht, ob die Faulheit dann nicht Leitungswasser und Proteinpulver in Shaker zu tun, mich nicht doch übermannen würde, als wenn ich 2 Stück für 8 Euro bezahlt habe und du dann da sitzt und dir denkst so, naja, oder ich hätte 100 haben können mit Leitungswasser und erfüllt den Zweck genauso. Shakes ist so verboten, ne? Shakes ist so verboten. Wirklich, wenn man viel trainieren geht und sich danach einen Proteinshake knüppelt, ist wirklich, also das ist wirklich das System dahinter. Du machst Sport, möchtest Muskeln aufbauen und am Ende darfst du dir einen leckeren Milchshake jedes Mal reinfahren. Ist eigentlich in sich betrachtet von weit rausgezoomt das perfekte System. So, du willst irgendwie Muskeln aufbauen, du möchtest abnehmen, du möchtest irgendwie ein bisschen klarkommen und am Ende fetzt du dir einfach einen übel nach Zucker schmeckenden Milchshake rein. Ist in sich rund, wenn man Milchshakes mag. Ist lecker, schmeckt wie ein ganz normaler Kakao. Also sage ich dir ehrlich, würde ich jetzt nichts extra rausschmecken. Ist sehr, also schmeckt gut. Bananenflavor. Protein Meal heißt es aber auch, ne? Also Mahlzeit. Sind auf 500 Milliliter 495 Kalorien. Ach, das soll ein Mahlzeitenersatz sein, gar nicht für einen Sport. Aber weil da so Fett Protein draufsteht, da denke ich wieder, das ist wahrscheinlich für einen Sport. Das schmeckt ein bisschen wie Pulverbanane. Bananenflavor bei so Sachen bin ich auch persönlich nie. Es geht künstlicher und so süßungsmitteltechnisch auch noch kranker auf jeden Fall. Holt mir aber nicht so ab wie dieses Schokoladending, weil es schon wirklich schmeckt wie ein Kakao. Das ist eine 7. Ist okay. Dann einmal noch Vanille. Der ist mies. Das rundet sich gar nicht schön ab im Mund. Das schmeckt sehr künstlich. Das Kakao-Ding hat es wirklich am besten geballert. Das ist eine 6, das ist eine 7, das ist eine 8. Bleiben wir dabei. Finde ich vollkommen fein. Für 4 Euro okay. Meine Schuld, ich habe Protein gelesen. Das werden bestimmt auch viele Leute nehmen als Proteinshake dann, weil einfach hoher Proteingehalt. Wenn man es als Ersatzmahlzeit für sich so raufhaut, dann ist 4 Euro im Vergleich zu inzwischen manchen Places, wo man sich mittags eine Pasta bestellen kann und dann kostet es 18 bis 24 Euro in Großstädten. Sicherlich eine Alternative, je nachdem wie lange es satt hält. Aber sich flüssig zu ernähren, schwierig und komplex, mal was zu ersetzen, wenn man wenig Zeit hat zum Beispiel, so be it. Perfekt ist auf jeden Fall auch anders. Das war ein kleiner Roundhouse-Kick der neuesten Promi- und Influencer-Produkte im Bereich Food und Lebensmittel. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr was Neues habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare unter dem Video. Und tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da.
guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.